So, Christian Schemeier, Paddle-Beziehungscoach. Wir gehen direkt rein in eine Dating-Beziehungsfrage. Und von Anna Tevschkolowskola, die seit mehr als 2 Jahren in einer Beziehung ist. Wir haben uns im realen Leben kennengelernt. Meine vorherige Beziehungshistorie ist 12 Jahre normale Beziehung. Er hat sich getrennt, 3 Monate Datingpausen, 7 Jahre toxische Beziehung. Habe mich dank Hemschi getrennt. 9 Monate Datingpause, 3 Monate Beziehung als Minuspol. Wieder Datingpause und dann kam meine allerschlimmste Beziehung mit einem hochtoxischen Partner, von dem ich mich nur mit gerichtlichem Beschluss Ruhe bekam, Trennung nach 7 Monaten. Nach dieser Beziehung, also haben wir hier viel, nicht nur, also sehr gemischt alles, okay. Nach dieser Beziehung habe ich mich für mich komplett abgeschlossen und dem Universum gesagt, es reicht, sie soll mir keinen Mann mehr senden. Ja, das Universum macht ja nicht das, was man will, sondern das, was man ausstrahlt, ne? Also ihr kriegt immer, also euer nächster Partner ist eigentlich immer eine Reflexion davon, wo man gerade steht und was jetzt dran ist. Das ist auch gar keine Wertung, weil man sowieso nie fertig wird. Deswegen muss man jetzt nicht denken, dass man möglichst schnell da durchgehen muss und fertig werden und dann kriegt man eine Rose ins Poesie auf einmal gemalt. Nee. Aber ja, du kannst dem Universum zwar sagen, ich will keinen, aber es kann sein, dass du jetzt genau dieses Aufgeben ist häufig genau so ein Punkt, wo andere Leute ins Leben kommen. Ne? Da kommt völlig unerwartet mein jetziger Partner ins Leben. Ich habe dem Universum gesagt, wehe, wenn du wieder so einen Scheiß gebracht hast, dann kannst du den gleich wieder haben. Mein Freund war damals seit 7 Monaten getrennt und wollte auch keine Beziehung mehr. Wir waren also beide nicht auf der Suche. Das ist ja häufig gar nicht schlecht. Und haben beide nicht damit gerechnet. Nach Date 5 habe ich ihm gesagt, dass ich kein Wischi-Waschi möchte und dass ich nicht für Freundschaft plus oder sonst irgendein Blödsinn zu haben bin. Ganz oder gar nicht. Wir haben uns dann für ganz entschieden, sind in einer gut funktionierenden Beziehung seitdem. Wäre jetzt noch interessant, wie lange. Das ist, sollte ich immer noch dazu schreiben. Vermute mal ein paar Monate. Was mich aber immer wieder beschäftigt, sind folgende Punkte. Als er mir seine Liebe gestand nach 2 Monaten, hat er mir gesagt, dass er keine Geheimnisse vor mir haben möchte und deshalb über seine Vergangenheit berichten möchte. Also ich weiß ja immer nicht, ob das so zum so einem frühen Zeitpunkt so zielführend ist. Ich meine, irgendwann erfährt man ja eh alles, aber naja. Unter Tränen hat er mir erzählt, dass er jeder Frau fremdgegangen ist und deshalb auch nie wieder eine Beziehung eingehen wollte. Oh, das ist natürlich schwierig, schwierig, schwierig. Ich sei die erste Frau, welcher er das erzählt. Er hat es nie jemandem erzählt, weil er nicht wollte, dass es rauskommt und er so sein Ding weitermachen konnte. Er wüsste, was für ein Arsch er gewesen ist. Er schäme sich auch massiv für seine Vergangenheit. Also für mich zählt ja nur Verhalten, ne? Also wenn er loyal ist, dauerhaft loyal ist, alles gut. Wenn er nicht loyal ist, wird das auch diese Geständnisse hätten für mich auch keinerlei Wert dann so, ne? Das ist natürlich, das ist echt eine vertrackte Sache, aber ich lese mal ein bisschen weiter vor. Ich war natürlich geschockt und wollte das Ganze beenden, ja, verständlich. Habe ihm gesagt, dass ich von Menschen, wie er es war, nichts halte, dass ich nur abschaume. Ich lese einfach so vor, wie es steht, für solche Menschen empfinde. Er hat mir dann noch mehr erzählt und gesagt, dass ich ihm bitte glauben soll. Ja, wie gesagt, was ich irritierend finde, ist, dass dieses Gespräch überhaupt zustande kommt. Also ich erinnere mich an, ja, auch, glaube ich, so zumindest eine toxische Beziehung, wo auch sehr früh Sachen auf den Tisch gekommen sind, wo ich gedacht habe, warum werden die jetzt erzählt? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Führt nur zu Irritationen. Manchmal ist das auch sowas, ich will dem jetzt nichts unterstellen, ne? Ich kenne den nicht, deinen Freund, ne? Aber manchmal ist das auch sowas Sabotierendes, dass man dann Distanz herstellt durch Geständnisse, wo eigentlich der andere nur sagen kann, also es könnte auch sowas Bindungsängstliches sein, du könntest sowieso, ne, mit diesem Fremdgehen. Ja, das, wo so Distanz hergestellt wird, wo man sich fragt, warum, ne? So, ich soll ihm, er hat gesagt, ich soll ihm glauben, er würde mich vorher verlassen, als mich zu betrügen. Ja, ich meine,
Also du hast ja schon einiges hinter dir, also das von Worten jetzt nicht, also man weiß es halt nicht, ne? Du kennst ihn nicht, ne? Ich glaube nicht, dass du ihm in die Augen gucken kannst und sagen kannst, ob er jetzt das ernst meint oder nicht, also schwierig. Also ich würde sagen, bei mir, ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass ich jemanden dann sofort verlassen würde, aber ich glaube, so im Kopf wäre bei mir schon. Also müsste, glaube ich, nur eine weitere Sache passieren, dann wäre ich weg. So, ne? Also irgendeine kleine Irritation, was so Loyalität angeht. Also wäre schon, wäre bei mir Alarmstufe dunkelgelb. Das muss ich sagen, ne? Ja. Einfach nur, man weiß es ja nicht. Man weiß, wie schwer sich Menschen ändern. Man will ja auch niemandem was unterstellen, aber ja, ich sage, man möchte das Leben natürlich auch so einfach machen wie möglich, ne? Versteht ihr? Ich habe ihm mal deutlich zu verstehen gegeben, dass wenn er einen Fehltritt machen wird, ich ihn in der gleichen Sekunde ohne zu zögern aus meinem Leben schmeiße. Ja, was soll man auch, was willst du sonst sagen, ne? Er hat mir bis jetzt nie einen Anlass gegeben, an seiner Treue zu zweifeln. Er sagt mir jeden Tag, wie sehr er mich liebt. Ja gut, das ist jetzt wie gesagt, ich bin ja kein großer Freund von Worten, ne? Damit kann mich immer niemand beeindrucken, diese Mails vor allen Dingen nicht. Macht mir auf Komplimente und Liebeserklärungen, sagt, wie glücklich er mit mir ist und dass er noch nie eine solche schöne, respektvolle und ehrliche Beziehung gehabt hat. Ja, aber warum dann die in Gefahr bringen mit solchen, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, mit solchen, so einem Seelenstriptease. Ich kann mich voll und ganz auf ihn verlassen, er ist stets respektvoll und wir haben die gleichen Bedürfnisse nach Nähe. Keinem wurde es hier zu viel. Trotz allem, aufgrund meiner Vergangenheit, ich wurde mal betrogen, bin ich noch immer sehr vorsichtig und oft in der Habachtstellung. Er merkt das natürlich und sagt mir immer wieder, dass er uns niemals mit solchem Blödsinn aufs Spiel setzen würde und dass ich ihm vollkommen vertrauen kann. Ja, ich sage euch immer wieder, also wie wird Vertrauen hergestellt? Indem man etwas teilt, also was Reales teilt, jetzt nicht nur eine Vergangenheit teilt, sondern etwas teilt im Hier und Jetzt, was nicht hätte geteilt werden müssen. Deswegen von Beteuerungen, dass man etwas nicht macht, entsteht kein Vertrauen, ne? Und er hat jetzt, obwohl er ja bisher nichts gemacht hat, hat er ja trotzdem für dein Gehirn hat er ja schon Vertrauen gebrochen, indem er das gesagt hat. Das heißt, er muss jetzt ein Vertrauen wiederherstellen. Deswegen ist das eigentlich so sinnfrei, weiß ich nicht. Vertrauen wiederherstellen, was ja eigentlich noch gar nicht gebrochen worden ist, außer so in der Fantasie, aber das reicht uns natürlich schon oft. Und fängt es an mit diesen Beteuerungen, als wenn er schon irgendwas gemacht hätte. Und Beteuerungen führen nicht zu mehr Vertrauen, ne? Das kann ich euch sagen. Deswegen ist das eine ganz blöde Situation, ne? Ja. Trotzdem komme ich nicht in das komplette zu 100%igen Vertrauen. Ja, das liegt genau daran. Also man könnte fast mehr vertrauen, wenn er erzählen würde, ja, aber das wäre auch so Irrsinnsgespräch am Anfang einer Beziehung, aber er müsste quasi jetzt teilen, wo er vielleicht doch mal eine andere Frau gut fand und, aber ja, es ihm nichts ausmacht, trotzdem mit dir zusammen zu sein, also das, aber das ist, also durch dieses Erzählen zu so einem frühen Zeitpunkt, wie gesagt, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das gut findet, ich verstehe auch, warum man das macht, ist jetzt aber ein Misstrauen drin, wie soll das wieder raus? Also vor allem, du hast ja eine Historie, wo du schon betrogen wurdest, wie kriegt man jetzt dieses Misstrauen wieder raus? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Ich fühle mich wie ein Radar, der jederzeit bereit ist zu blitzen. So, also, dass du da wild entschlossen bist, ihn zu verlassen, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das ist schon mal alles gut, ne? Können solche Männer wirklich treu werden und bleiben? Ja, also natürlich können Menschen bessere Versionen werden ihrer selbst, ne? Und natürlich können Menschen sich ändern und haben in der Vergangenheit Sachen gemacht, die vielleicht in der Zukunft nicht mehr machen werden. Absolut. Meistens verändern sich Menschen natürlich graduell. Also ich will dem jetzt nichts Negatives anhängen. Aber von immer fremdgehen zu gar nicht fremdgehen, wenn er jetzt gesagt hätte, in der Vergangenheit bin ich, in meinen ersten drei Beziehungen bin ich fremdgegangen, in den nächsten drei Beziehungen war ich treu wie ein Golden Doodle. Ja, würde man denken, ja okay, dann ist es in der vierten, ja, ne, warum nicht?
Aber so ist einem, kann ich dein Misstrauen natürlich verstehen, aber sie kann noch nicht mal sagen, was berechtigt ist, das weiß ich nicht, ne? Aber ich kann es komplett verstehen und ich bin auch sehr über die Veränderungsfähigkeit von Menschen bin ich auch, also ich neige dazu auch eher etwas pessimistischer zu sein. Warum habe ich solche Angst, wieder verarscht zu werden, obwohl er mir den ganzen 2 Jahren nicht ein einziges Mal einen Anlass dazu gegeben hast? Weil du viel, hast du das nicht geschrieben hier, toxische Beziehungen, was weiß ich? Ja, weil du viel Lügen erlebt hast und Fremdgehen wahrscheinlich auch. Und du weißt, dass du es letztlich nicht kontrollieren kannst, so, ne? Sind es eine stetigen Liebeserklärung, Lovebombing, oder darf ich das nach 2 Jahren endlich mal annehmen? Das kann ich dir nicht sagen, ob das Lovebombing ist. Ich kann dir nur sagen, dass dieses ganze Beteuern von, wie sehr man jemanden liebt, nicht dazu führt, dass man dieser Person mehr vertraut. Also ganz im Gegenteil. Das ist durch dieses ganze Beteuern kommt jetzt noch ein neues Misstrauen rein. Ne? Ist das Lovebombing, ne? Also er hat das ein bisschen verkackt mit seiner Beichte. Und ich würde mal gucken, ob da nicht noch, ich will jetzt echt wirklich keinen Floh ins Ohr setzen, aber ich würde mal gucken, ob da nicht noch mehr ist, das dein Misstrauen füttert. Also es ist also wirklich nur diese Sache gewesen, also, weil das ist ja auch schon 2 Jahre her, da frage ich mich schon, gibt es nicht doch Kleinigkeiten, die dein System irgendwie triggern? Da würde ich mal gucken. Wir müssen auf den Weg machen, ob es wirklich nur die eine Sache ist. Aber ich sage jetzt mal was ganz Hartes, wenn du einem Menschen nicht vertrauen kannst. Also ich betone jetzt auf kannst. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Ne? Aber wenn du einem Menschen nicht vertrauen kannst, das ist wie mit echtem Fremdgehen. Also du willst dieses Spiel jetzt nicht 50 Jahre machen, ne? Dass er immer wieder beteuern muss, wie sehr er dich liebt und du dich ständig fragst, ob er heimlich fremdgeht. Das ist nicht wert, ne? Also von daher, zwei Jahre, ja. Kann natürlich immer mal so an Paartherapie denken, aber ich würde mal gucken, ob da, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da vielleicht noch mehr ist, was, wo du vielleicht mal drüber nachdenken kannst, was vielleicht dieses Misstrauen triggert und vielleicht kommst du so weiter, ne? Was denkt ihr dazu? Bin sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare. Holt euch gerne mal meine Liebeschip-App. Ist jetzt auch für Google Android gibt es mehr Funktionen und platzieren uns auf der Liebeschip-Party oder in Leipzig oder in Berlin und bis bald, ciao.